Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir den Außenposten hier einreißen, damit wir von hinten Ruhe haben. Oh, die haben mir gut zugesetzt und ich habe es nicht gemerkt. So, das Monument erholt sich langsam. So lang bleiben wir hier oben auf Wachposten. Für die Ehre. Ruhm und Ehre. Hier. Für den Orden. Auf mein Kommando. Für die Silbern glitzert der Tod. So, jetzt haben wir genug Nahrung für das. Schließ die Reihen! Sie sind überall! Schließ die Reihen! Würde nämlich unser Heldenmonument fallen, da wäre das sehr ungut für unsere Defense hier oben. Das würde sie erheblich schwächen. Die Rune befiehlt unverzüglich. Gebt euren Befehl. So, Nekromanten haben wir jetzt dann. Wir sind der Tod. Die Schlacht ist nahe. Endlich. Für die Ehre. Ruhm und Ehre. Auf mein Schleichen. So. Keulenschnitzer. Steinwerkstatt ist kleiner. Die könnten wir irgendwo unterbringen. Hier zum Beispiel. Lasst uns kämpfen. Endlich. Vorwärts, Krieger! Der Tod ist nur der Anfang. Für die Macht Nors. Okay, Nekromanten sterben Nor schnell. Nor ist mit uns. Ein feiger Angriff. Bereit. Die Linien dürfen nicht brechen. Nor ist mit uns. Die Schlacht ist nahe. Gebt euren Befehl. Vorwärts, Krieger! Achso, das war der Irrwisch. Okay. Was haben wir verloren? Zwei Assassinen. Einen hiervon und einen Nekromanten. Ja, erstmal wirklich die weg loswerden, weil alles andere dürfte aus der anderen Richtung kommen. Hoffe ich mal. Müsste wirklich dann noch 5 ausbilden und hier eine Eisenmine errichten, weil ich glaube, das ist der einzige zweite Eisenvorkommen, was wir haben. Nor, lassen wir sie nicht warten. Für die Macht Nors. Da kommen die nächsten angeschlichen für den Angriff.
Das dürfte etwas Nord besser laufen. Nord ist mit uns. Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Der Tod ist nur der Anfang. So, noch das große Haupthaus einreißen. Was verdammt schnell geht bei dunklen Elfen. So, damit sollte ich eigentlich mein Monument jetzt hier gesichert haben. Und auch die Rückflanke. Nahrungslager für euch wäre eigentlich auch nicht verkehrt, aber das können, das ist riesig, das können wir nirgends hinpacken. Na egal. Für den Keulenschnitzer haben sie mir leider noch nirgends Platz gemacht. Dann kommt er halt doch hier hin. Mal gucken, wie lange halten die erwachten Toten oder halten die ewig? Auf jeden Fall sollte dadurch, dass das Lager hier hinten weg ist, aus der Richtung mal Frieden herrschen. Das ist die Frage, kriegen wir noch... Oh, das Eisenhaus ist klein und das Ding ist auch klein. Das ist praktisch. Immer ich. Steinwerkstatt. Verbesserung fertig! Verbesserung fertig! Die Linien dürfen nicht brechen! Verstärkt die Deckung! Schließ Ein die Reihen! Feiger Angriff! Zu Befehl! Jetzt ist echt die Frage, hätte ich schon genug, um das erste Kita-Lager hier einzureißen? Oder sollte ich mir noch ein paar Trollwerfer erstmal holen? Ja, von mir aus. Verbesserung fertig! Und ja, das ist ein ziemlich gemischtes Lager, was wir hier haben. Wie viel Platz braucht man aus dem Haupthaus? Es geht. Das können wir da hinpacken, ja.
das können wir uns dann auch noch antun, uns ein das Haupthaus uns einen Titanen holen. Nor wird uns rächen. Verstärkt die Deckung! Die Rune ruft? Gut, Eisenhaus. Wissen der Eistrolle. Stein und Eisen. Ja, ist okay. Können wir nämlich auch ein paar von den Eiswerfern machen. Schon gut. Und ihr errichtet mir hier ein großes Haupthaus. Ja, hier unten ist okay. Dann hole ich nochmal Dunkelelfen und errichte da noch eine Mine. Ich hoffe, ich krieg sie da noch hin. Sollte ich aber eigentlich gerade so hinkriegen. Sehen wir ja jetzt gleich. Ja, die Mine passt da genau noch hin. Die Linien dürfen nicht brechen. Geht's los. Nächster großer Angriff. Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Gut, die Mine ist fertig, das Haupthaus wird noch gebaut. Ja, wenn wir die nächsten Nahrungsschritt haben, dann werden wir mal und halt voll haben. Also wenn wir auf 50 Units hoch sind. Stehe bereit, alles klar. Zu euren Diensten. Zu Befehl. Dann werden wir mal den Angriff wagen. Also hier durchbolzen. Sollte eigentlich klappen. Gerade dank den Trollen. Ja. Jetzt bin ich dann aber gleich gespannt auf den Troll-Titan. Ich habe den nämlich sowas von gar nicht mehr in Erinnerung. Ich glaube, ich habe ihn jedenfalls in Order of Dawn nie gebaut. Bitte fertig! Der kostet Holz und Stein nur. Na, und ein bisschen Nahrung. Verbesserung fertig! Boah, jetzt brauchen wir wieder viel mehr Holz. Ein ehrloser Hinterhalt!